Ich bin hier unten, um Platz für meine neue Werkbank zu schaffen. Willst du mir dabei helfen, Kaifu? Was ist das? Das ist das Kinderplanschbecken von deinem Vater. Wenn man es ein bisschen aufmöbelt, wäre das genau das Richtige für dich und Rosi. Was ist hier drin, Opa? Oh, alles Mögliche. Dies und das. Vielleicht sogar Dinosaurierknochen. Also, ich wette, mit der könnte man noch Fische angeln. Ein Schiff! Oh, mein altes Segelschiff. Das habe ich damals mit deinem Vater gebaut. Da war er kaum älter als du. Wow, das ist genauso eins wie die auf dem See. Wollen wir es schwimmen lassen? Es sieht ein bisschen demoliert aus. Ich glaube nicht, dass es gut segeln wird. Bitte, Obi. Ich will es jetzt aber schwimmen lassen. Naja, dafür habe ich es ja auch gebaut. Also versuchen wir es mal. Es schwimmt ja toll. So ist das Leben. Jeder gute Seemann muss mal einen Rückschlag erleiden. Aber mit ein bisschen Geduld können wir das Schiff reparieren. Und dann ist es wieder wie neu. Caillou und Großvater verbrachten den ganzen Nachmittag damit, an dem Schiff zu arbeiten. Mal doch ein C darauf für Caillou. Das ist perfekt. Und jetzt gehen wir ganz schnell zum See. Jetzt können wir es noch nicht schwimmen lassen. Wir müssen erst warten, bis die Farbe trocken ist. Caillou kam es vor, als würde es eine Ewigkeit dauern, bis die Farbe trocknet. Ist sie endlich trocken? Ja, ich würde sagen, die Farbe müsste trocken sein. Ja! Ach, nicht so schlimm. Wir machen uns unseren eigenen See. Komm mit. Caillous Hochbett. Caillou und Rosi waren sehr aufgeregt, weil sie das Wochenende bei Oma und Opa verbringen durften. Rosi klingeln! Du bist zu klein, Rosi. Da seid ihr ja. Omi! Mami hat gesagt, ich darf heute bei euch übernachten. Omi! Wiedersehen, Caillou. Wiedersehen, Rosi. Augenblick, Caillou, warte! Wo ist denn mein Bett? Das ist jetzt mein Nähzimmer geworden. Du schläfst jetzt mit deiner Schwester Rosi in einem Zimmer. Ich will aber nicht mit Rosi in einem Zimmer schlafen. Bist du dir da sicher, Caillou? Ich glaube, du wirst deine Meinung ändern, wenn du Opas Überraschung siehst. Eine Überraschung? Ja, und zwar hier drin. Ui, toll! Das ist die Überraschung, Caillou, was? Stockbetten! Ich will da oben schlafen. Rosi oben! Nein, Rosi, ich nehme das obere Bett. Rosi auch! Weißt du, Rosi, das ist viel zu hoch für dich. Da musst du erst ein bisschen größer werden, damit du oben schlafen kannst. Hier unten wird es dir besser gefallen. Schlafenszeit! Oh, aber wir spielen doch gerade in unserer Burg. Ihr könnt morgen weiter in eurer Burg spielen. Soll ich dir helfen, in dein Bett hochzusteigen? Nein, das kann ich doch alleine. Das war einfach. Gute Nacht, Caillou. Und träum was Schönes. Okay, Omi. Gute Nacht. Hier, setz dich hin, Rosi. Bleibt hier draußen und spielt ein bisschen, okay? Hallo, Caillou. Was machst du gerade? Ich habe meiner Mami beim Kochen geholfen, aber jetzt muss ich hier draußen im Garten spielen. Ich liebe Kochen. Wollen wir uns was Leckeres ausdenken? Okay, machen wir eine Schlammpizza. Schlammpizza? Na gut, aber dafür müssen wir erst die richtigen Zutaten finden. Mal sehen. Auf die Pizza muss unbedingt noch Käse drauf. Und Peperoni. Wir können doch Steine für Peperoni nehmen. So, jetzt ist sie fertig. Rosi auch. Nein, Rosi. Das Abendessen ist noch nicht fertig. Genau. Erst müssen wir noch einen Salat machen. Dafür könnten wir doch Blätter nehmen.
Aber erst muss der Salat gewaschen werden. So, das wär's. Ich glaube, diese Suppe wird sehr lecker. Gilbert, pass auf, das ist sehr heiß. Gilbert! Gilbert! Sarah, sieh mal, ich habe unseren Nachtisch gefunden. Hier, Mami, wir haben einen Kuchen zum Nachtisch gemacht. Der sieht ja wirklich köstlich aus. Dankeschön. Und Blumen haben wir auch mitgebracht. Die sind aber hübsch und ich habe auch einen schönen Platz für sie. Sie sind da. Ich komme schon. Es wird nur einen ganz kleinen Augenblick dauern und dann sind sie dran. Willst du so lange mit dem Jungen spielen, bis du dran bist? Caillou hatte keine Lust zum Spielen. Er war immer noch sehr aufgeregt, weil er nicht wusste, was gleich mit ihm passieren würde. So, du darfst jetzt hereinkommen. Ich werde die ganze Zeit hier auf dich warten. Hallo, Caillou. Ich bin Dr. Forrester. Dann wollen wir mal mit der Untersuchung beginnen. Diese Zahnbürste nehme ich immer, wenn meine Riesenpatienten kommen und die Dinosaurier. Aha, du hast ja doch Zähne. Ich wusste es. Caillou fand, dass die Zahnärztin sehr lustig war. Zuerst werde ich deine Zähne reinigen, Caillou. Meine Zahnbürste gibt Geräusche von sich. Aber keine Angst, die kitzelt nur etwas. Siehst du? Kannst du jetzt deinen Mund ganz weit aufmachen, so wie ein Dinosaurier, der brüllt? Wow! Das kitzelt! Ausgezeichnet! Bist du jetzt bereit für eine kleine Fluorbehandlung? Was ist denn das? Dadurch werden deine Zähne sehr widerstandsfähig. Du darfst dir auch einen Geschmack aussuchen. Kirsche oder Bubblegum? Bubblegum! Was ist das? Das ist ein Röntgengerät. Ich werde jetzt ein Bild von deinen Zähnen machen, um sicher zu sein, dass sie alle prima wachsen. Aber für das Bild brauchst du nicht zu lachen. Du musst nur ganz stillhalten, okay? Schon fertig. Du warst wirklich toll, Caillou. Mami, sieh dir mal meine Zähne an. Na, die sehen aber sauber aus. Caillou, die ist für dich, weil du so tapfer warst. Caillou war sehr stolz auf sich, weil er nun keine Angst mehr vor der Zahnärztin hatte. Sag mal, wo willst du denn so schnell hin? Ich will meine Zähne putzen. Puppi. Was ist los, Caillou? Ich kann das einfach nicht. Ich kann überhaupt nichts Schönes für meinen Papi machen. Nicht so wie Clementine. Ich habe eine Idee. Wir beide könnten ja etwas zusammen machen, wenn du Lust dazu hast. Du nimmst dieses Stück Papier, faltest es so zusammen und dann hast du... einen Papierflieger. Toll! Er kann nicht fliegen, Obi. Na schön, dann versuchen wir etwas anderes. Also, wenn man dieses schöne Stück Papier nimmt und erst so faltet und dann so... Was ist das? Das ist eine Fingerpuppe. Ich glaube, Papi mag die nicht. Jetzt habe ich es. Versuch mal Folgendes. Du faltest hier, dann faltest du da und das wär's dann. Ein Hut! Obi, ich möchte einen ganz großen Hut für Papi machen. Tja, aber ich fürchte, dass wir nicht so ein großes Stück Papier haben. Ich weiß. Wir nehmen das hier. Na gut, ich bin mit dem Kreuzworträtsel sowieso nicht weitergekommen. Ich habe es geschafft, Obi. Ich habe ein Geschenk für Papi gemacht. Caillou? Papi! Hallo, Caillou. Oh, hallo, Paps. Sieh mal, Papi, ich habe dir hier ein ganz besonderes Geschenk gemacht. Aha, was für ein schönes Segelschiff, Caillou. Nein, das ist doch kein Segelschiff, das ist ein Hut. Du magst ihn nicht. Ich finde ihn toll. Das schönste Geschenk, das du mir je gemacht hast. Hast du den wirklich ganz allein gemacht? Halt still, ich habe gerade ein Wort gefunden. Zu spät. Caillou und ich gehen jetzt raus in den Garten und spielen Piraten. Vorwärts, Schiffsjunge! Johoho, und ne Buddel mit mich! Malermeister Caillou. Ich schneide sie dir klein, Rosie.
Kommst du mit den Spaghetti klar, Caillou? Ja, ich bin doch kein Baby wie Rosi. Ich kann schon alleine essen. Na, darf ich Omi anrufen? Klar, ich wähle die Nummer für dich. Das kann ich schon alleine. Caillou wusste, dass Omas Nummer gespeichert war. Man musste nur den richtigen Knopf drücken. Er wollte nicht, dass seine Mutter ihm hilft. Hallo, Papi. Was machst du da oben? Oh, hallo, Caillou. Ich streiche die Veranda, dann sieht sie wieder wie neu aus. Darf ich dir dabei helfen? Omi hat gesagt, ich kann schon ganz toll malen. Tut mir leid, Caillou, aber ich fürchte, das hier ist ein bisschen was anderes. Ein Haus zu streichen ist gar nicht so einfach. Aber das kann ich schon, Papi. Vielleicht, wenn du etwas größer bist, okay? Aber du kannst doch stattdessen ein Bild für Oma malen. Caillou war sehr enttäuscht. Er wollte seinem Vater helfen und ihm zeigen, dass er schon groß genug für solche Dinge war. Mami! Nur manchmal brauchte Caillou doch noch ein bisschen Hilfe. Ich komme da nicht dran. Bitteschön. Komm mit, Rosi. Zeit für deinen Mittagsschlaf. Caillou mochte seine Fingerfarben, aber er hätte viel lieber mit seinem Vater das Haus angemalt. Caillou wollte seinem Vater beweisen, dass er so etwas doch schon konnte. Caillou war begeistert. Er konnte es kaum erwarten, seinem Vater zu zeigen, wie hübsch er Rosis Puppenhaus angemalt hatte. Mami! Caillou, aufstehen! Mami! Oh, das klingt, als hättest du einen Frosch im Hals, Caillou. Nein, keinen richtigen Frosch. Es klingt nur so, weißt du? Heiß fühlst du dich nicht an, aber ich fürchte, abgesehen von deinen Halsschmerzen, bist du jetzt auch noch heiser. Bis du deine Stimme wieder hast, möchte ich keinen Pieps von dir hören. Einverstanden? Dein Hals wird nur besser, wenn du ihn schonst. Und ich mache uns inzwischen Frühstück, okay? Caillou, was möchtest du zum Frühstück? Du kannst haben, was du willst. Möchtest du ein paar Pfannkuchen? Oder Toast? Oder lieber ein Müsli? Caillou wusste nicht, wie er seinem Vater sagen sollte, dass er etwas Warmes wollte, das beim Schlucken nicht wehtat. Ich hab's! Wir spielen Charade, um herauszufinden, was du essen möchtest, okay? Versuch es mir zu zeigen. Spielen, spielen, ja! Der Kühlschrank. Etwas aus dem Kühlschrank, richtig? Eier. Du schlägst Eier auf. Du verrührst die Eier. Könnten das vielleicht Rühreier sein? Eier, Rosi auch! Dann mache ich mich mal an die Arbeit. Caillou verbrachte den Rest des Tages mit Charade spielen, damit er nicht reden musste. Als Caillou am nächsten Morgen aufwachte, fühlte er sich viel besser. Seine Halsschmerzen waren weg. Gilbert? Gilbert? Guten Morgen, Caillou. Na, wie fühlt sich dein Hals heute an? Mami, jetzt habe ich meine Stimme wieder. Das